Und ich wollte jetzt eigentlich, hier Andy, was sagst du dazu? Sollen wir mal mit anfangen rumzuschreien, zu screamen? Ja, meinetwegen, fangen wir an zu screamen. Ich habe den Film gar nicht gesehen. Ja, da bist ja genau richtig hier. Dann bist du jetzt unser Paul. Also, ich habe einen Podcast dazu gehört und die fanden den gut. So, aber ja, Japan, du findest da sowieso jeden Film kacke. So. Ja, ganz Mann. genau. Ich bin der, der Filme hasst, ey. Ganz offensichtlich. Ja, Andy, erzähl mal. Scream 1. Ich denke, der war ja ganz okay, oder nicht? Ja, Scream 1. Ja, also mit dem aktuellen Scream haben wir ja praktisch, wir haben das jetzt genannt, ein Requel. Also ist ja praktisch eine Winky Winky Zwinker Zwinker Remake vom ersten. Also habe ich das empfunden jetzt beim aktuellen. Nein, Scream 1 war vollkommen in Ordnung, fand ich. Ja, genau. Scream 1 war eigentlich ziemlich gut. Es war jetzt nicht das Meisterwerk schlechthin oder so. Nee, Und auf gar keinen Fall war das Meisterwerk. Aber der war ein netter Genrebeitrag. Hatte ein genau. paar Horror wieder ein bisschen angemischt. Wes Craven hatte endlich mal wieder einen Hit, weil der hatte davor ja ein paar Flops hingelegt, ja. Und direkt davor, also kurz ein Jahr vor Scream, hatte der den schlimmsten Flop aller Zeiten hier, oder hier einen richtig heftigen, hier den Eddie Murphy-Streifen. Vampire in Brooklyn. Vampire in Brooklyn. Hast du dir den überhaupt angeguckt? Den habe ich, glaube ich, den habe ich gesehen, ja, ist aber schon ewig her. Fand ich grausam. Aber ich glaube, ich habe es da irgendwie nur durch die ersten 10 Minuten geschafft oder so. Erste Viertelstunde war. Der war so schlecht. Also, ich konnte ja gar nicht fassen, dass der überhaupt von Craven war. Ja, also ich habe gedacht, das ist ein Witz oder so. Das ist der mieseste Film, den er jemals gemacht hat oder so. Wenigstens kam mir das so vor. Naja, auf jeden Fall. Und ich hatte den schon abgeschrieben, den Regisseur fast schon. Und dann kommt er auf einmal mit Scream um die Ecke. Ja, und Scream ist ja natürlich verglichen mit diesen Heulern, die er da kurz davor noch hingelegt hat, ist er ja Citizen Kane, ja, 2001, ja, kann man ja Ja, fast sagen. obwohl bei Scream beim ersten Mal gucken, habe ich gedacht, dieser ganze Prolog da mit Drew Barrymore. Und ich dachte, oh weia, ey, die wird ja dermaßen übel abgeschlachtet. Meint der Film das jetzt mal endlich mal wirklich ernst? Aber dann kam mir doch schnell die Ernüchterung, da waren wir wieder in den alten Gefilden, ne? Teenies, Highschool. Genau, Und genau. Da hatten sie ein paar. ja, das könnte irgendwie eine Parodie auf Slasher-Filme sein, aber es war ja trotzdem dann auch ein Slasher-Film mit so einem leichten Meta-Kommentar. Aber so das Finale hat mir dann doch wieder gefallen. Das war so ein bisschen, ja, das war so richtig schön Psycho-Terror-lastig, so ein bisschen. Ja. Ja, ich meine, der Streifen war okay. Und ja, ich hatte genau dasselbe Empfinden, als ich den damals gesehen habe. Also dieser Einstieg. Den fand ich schon ziemlich gut. Also sehr, auch dieser ultra brutale Mord da, habe ich auch noch gedacht, oh mein Gott, also im Mainstream, sowas, es ist ja so noch, das könnte ja tatsächlich ein richtiger Horrorfilm sein, habe ich noch Der am ist ab Anfang 16, gedacht. ne? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Doch, der war ab 16, der war aber tatsächlich geschnitten in den Kinos. Ja, Ja, okay. der war Ich geschnitten in der habe den da. Garagenszene, in der Garagen, also ein paar kurze Einstellungen im Intro, dann weiß noch, mit der Garage, wo der Kopf zerdrückt wird, das war Ja, ein paar genau. gekürzt und am Schluss so ein paar Einstichstellen. Ja, genau. Ich hatte den ja eh auf Video gesehen. Und Ach so, ja. ihr seid gerade beim ersten. Ja, der war noch ab 18. Ich meinte, der neue ist jetzt ab 16. Ja, nee, wir sprechen die ganze Scream-Reihe hier. Na, okay, dann kann ich ja Ja, doch fast ein bisschen was dazu sagen. genau. Und wie schon gesagt, dann waren aber, also der Film war okay, aber der hat es zum Beispiel nicht in meine Sammlung damals geschafft. Und das war ja schon sehr ungewöhnlich, ja, weil es ist ein Wes Craven-Streifen und der ist ja auch gar nicht so schlecht, ja, also ist ja auch ganz okay. Und der Grund, warum er es nicht in die Sammlung geschafft hat, war dieses Gequatsche über Horrorfilme, was sie da an den Tag gelegt haben. Weil zu dem Zeitpunkt waren mein Kollege und ich, wir waren richtig, richtig drin in diesem Thema. Ja, und wir Und sind auch das, was sie alle an dem Film feiern, so.
Ja, und wir sind auch immer hier nach Holland gefahren und haben uns die ungeschnittenen Versionen oder von diesen, und auch diese ganzen verbotenen Filme und so weiter, also die hier in Deutschland verboten waren, ja, aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen. Und damit die Leute jetzt keinen falschen Eindruck bekommen, was ich damit meine, zum Beispiel der Film Phantasm, das Böse, der ist in Deutschland verboten. Ob man es glaubt oder nicht. Immer noch, echt? Ist der immer noch verboten? Ja, der ist immer noch in der Urversion oder irgendwie so, ist der immer noch verboten. Und das ist ein lockerer FSK-12-Kandidat. Ja, und der lief auch sogar schon im Fernsehen. Und selbst zu dem Zeitpunkt, ja, war der eingezogen, also war der verboten, weil jetzt lief ja geschnittene Version. Wer ist Drunken Sailor? Kennt den einer von euch? Das ist Adam. Adam, okay. Ja, und? Reinlassen oder nicht? Ich kenne den ja nicht. Wer ist denn Adam? Adam Elfenbein kennst du doch. Ach, der ist das. Oh, ach, alles klar. Gut. Okay. Der mag keine Juden. Ja, hi Adam. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe mir gedacht, ich komme mal rein. Ne? Ihr habt ja gerade eine lockere Runde. Vielleicht kann ich dann auch mal ein bisschen was einwerfen, wenn ich dann auch das ein oder andere weiß. Ja, ist aber, klar. Ne? Kein Thema. Mache ich jetzt erstmal stumm, weil ihr quatscht über Filme und also über Scream. Ich meine, ich habe den ersten und zweiten Teil gesehen, aber mein Gedächtnis lässt mich da ein bisschen im Stich, ne? Aber das Ding ist ja schon so alt, ey. Hey, da musst du dir mal meine Review angucken. Die frischt dein Gedächtnis wieder auf, ja? Und der ist zweiter. Machen sollen, stimmt, ne? Ja, genau. Ich habe ja deinen Kanal abonniert. Ich habe mir auch gedacht, guckst du dir nochmal irgendwie an, aber ich hatte keinen Bock so, weil Film-Reviews ist meistens nicht so mein Ding und ich... Dein Plan so. Ich mag irgendwie dein Format irgendwie so nicht, wie du Filmreviews gestaltest. So. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da echt wie du Filmreviews gestaltest. So. Aber das ist halt vielleicht auch daran geschuldigt, weil du auch, halt auch nicht viele Rechte hast und nicht viele Szenen einspielen darfst und sonst noch was. Ne? Weil es wird ja heutzutage, was weiß ich, wie viel Scheiße immer gestrikt. Ne, auch wenn du nur irgendwie... Entschuldige mal, ich bin eigentlich der... Warte mal, ich bin eigentlich der einzige Kanal, der wirklich die ganzen Filmszenen zeigt und drauf scheißt auf Copyright und so, ja? Ja, aber für mich kommt das eher nicht so rüber. Wirklich? Andy, sag mal auch mal was dazu. Für mich kommt das immer sehr... Ich sag dir was, Phase ist. Adam hat im Halbschlaf mal ein halbes Video von dir geguckt und rezensiert auf dem Kanal. Ich habe ja auch schon das Video von dir kommentiert. Welches Review war das nochmal? Keine Ahnung. Ich habe 150 Stück gemacht. Also. Ja, ich weiß nicht, das war irgendwie dein vorletztes oder so. Da habe ich ja auch schon einen Kommentar abgegeben. Da habe ich ja halt auch schon meine Kritik irgendwie abgegeben und gesagt, das gefällt mir nicht, du hast die Mucke zu laut und ist mir halt zu wenig. Du benutzt halt wie alle anderen halt auch immer diese Trailer-Ausschnitte, so, weißt du? Und ich finde das halt einfach so scheiße, dass man immer nur diese Trailer-Ausschnitte benutzen kann, anstatt dann wirklich die Szene, die man dann meint, so. Nee, ich benutze die Trailer-Ausschnitte dann, wenn die Trailer das zeigen, worüber ich rede. Wenn die das nicht zeigen, wie ich das übrigens bei Scream gemacht habe, dann schneide ich die fehlenden Filmszenen aus dem Film da rein, ja? Aber ich meine, wenn du diesen Eindruck hast von den Dingern, ist ja deine Sache, ja, aber auf jeden Fall. Wir reden jetzt erstmal weiter über Scream. Scream 1, wie schon gesagt, das, was mir auf den Sack gegangen ist, war nämlich genau dieser Film-Talk, den sie da hatten. Denn wir haben uns damals diese ganzen Horrorfilme und so weiter extra besorgt und angeguckt. Und dann ist uns etwas aufgefallen, als wir uns damals Scream angeguckt haben. Nämlich, dass die ganz viele Klassiker überhaupt nicht erwähnt haben. Und dafür andere Sachen zu Klassikern hochgeredet haben. Das ist halt ein Mainstream-Film, ne? Nee, das lag daran, dass die Rechte nicht hatten. Ja? Ach so, ja, gut. Also die haben dann diesen Scream-Streifen einfach auch dafür benutzt, um jetzt für ihre eigenen, also es ist ja von der, ich weiß nicht genau, welche Produktionsfirma Scream ist, Paramount gewesen oder so, ne? Und da haben sie einfach nur aus ihrem Fundus die Sachen quasi da zu super Kultfilm hochgejubelt, ja, und haben dann so echte Klassiker wie Tanz der Teufel oder so komplett weggelassen. Verstehst du?
Und ja, hauptsächlich Halloween, den sie da ganz gut gepusht haben, nonstop. Genau, hauptsächlich Halloween, Freitag der 13. Und ja, und das war es dann auch. Und auch noch Prom Night haben sie, glaube ich, auch noch erwähnt. Ja, und da haben wir uns auch noch gedacht, oh mein Gott, seit wann ist das denn Klassiker, ja? So, aber nur in eurer Fantasie. Hans der Teufel, den haben wir damals schon alle gefeiert und den feiere ich heute noch, ne? Aber nicht den neuen, ne? Nur den alten mit Ash. Also das war absolut ein richtig geiles Ding, ne? Mit kleinem Budget, ne, so ein Hammerteil rauszuhauen, ey, das ist absolut perfektes Teil gewesen, ne? Also ja, das war echt. Obwohl den neuen fand ich irgendwie auch krass. So ach, komm, da haben sie auch wieder geändert, Alter, da haben sie echt durch eine Frau ausgetauscht, Alter, und haben da wieder geändert, Mann. Da haben sie wieder rumgeschwult, Mann, Alter. Ich glaube nicht, dass da das Agenda-Ding hintersteckte. Aber mal abgesehen davon. Verarschen oder was? Wenn sie eine Hauptfigur durch eine Frau austauschen, eine männliche Hauptfigur durch eine Frau austauschen, da wird da nicht rumgegendert, deiner Meinung nach, oder was? Dein Ernst? Ja, mein Gott, guck mal, das Ding ist, es ist ja in dem Sinne kein Remake an sich, sondern eher eine neue Interpretation davon. Ah, eine neue Interpretation, also, ja. Aber Halloween ist ja auch irgendwie, was weiß ich, wie viele Timelines es da gibt, ne? Bei Timelines. Alter, behinderte Ballerburg, Alter. Diese Scheiße überhaupt so durchzuziehen, finde ich total behindert. Warum kann man nicht sich einfach an dem Originalmaterial irgendwie orientieren und daran weiterarbeiten? Warum muss man alles irgendwie da durchgendern? Alles verschwulen, alles vernickern, Alter, was soll die Scheiße, Mann? Ja, Digga, jetzt komm mal runter. Mal ganz kurz. Als ich meinte, er ist in einigen Szenen krass, mir ist das scheißegal, ob der jetzt eine Olle oder ein Typ da die Hauptrolle hat. Was ich halt meine, nein, ein Szenenmarker, zum Beispiel, wo sie sich die Zunge durchschneidet und so, halt der Gewaltgrad und so, da waren heftige Szenen drin. Das meine ich damit. Genau, und ich möchte mal, Adam, auch ganz nebenbei, gegendert, ja, wurde schon im ersten Tanz der Teufel, den du kennst. Denn in Out in the Woods, dem Original, dem echten Original, der geht nur 30 Minuten, ja, der ist echte Original, da spielt Ash übrigens auch mit. Ja, und da ist aber das Final Girl nicht Ash, sondern das Mädchen. Das Mädchen ist da die letzte Überlebende. Die Frau in dem Original, vom Original. Verstehst du? Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, aber jetzt spielt auf einmal eine Frau. Die wurden doch alle begraben. Wie kann das Mädchen noch irgendwie Überlebende sein, wenn die alle begraben sind? Nein, du kennst das. Pass auf, Adam, pass auf. Within the Woods ist quasi ein Studienprojekt von Sam Raimi gewesen und war halt ein Kurzfilm. Und darauf basiert Tanz der Teufel, also der Langfilm. Genau, und aber Bruce Campbell spielt da mit. Und er spielt ja auch mit in diesem Film, in dem hier Into the Woods oder wie der da heißt, ja. Und er wird dann auch zum Zombie, genau wie die anderen, also hier zum Dämon, genau wie die anderen. Und am Ende ist das Final Girl tatsächlich eine Frau, ja. Es wird ja auch eigentlich am Ende von Tanz der Teufel implementiert, dass der Dämon am Ende des Tages, ne, er macht die Tür auf, sieht das Tageslicht und denkt sich so, boah, alles cool, ne, ich hab's geschafft. Und dann sieht man halt wieder diese Szene, ne, so und dann fährt der Dämon in ihn rein. So nach dem Genau, was ja überhaupt keinen Sinn macht, da die ja eigentlich nur nachts aktiv sind. Aber es ist ein toller Film, trotzdem. Ich meine, er hat natürlich jede Menge Logiklöcher, nur das ist egal, wenn dein Film so gut gemacht ist und so unterhaltsam ist und es ist sowieso ein Horrorfilm, das ist sowieso über natürliche Elemente, da geht es ja um Baumgeister oder irgendwie sowas und spielt keine Rolle. Und deswegen, ich finde auch super, ich finde auch, dass der zweite Teil besser ist wie der erste. Also hier Tanz der Teufel 2. Ernsthaft? Ich fand Tanz der Teufel 2 so scheiße, weil das für mich, weil Tanz der Teufel 2 ist für mich so, die wollten an Comedy irgendwie anlehnen und dann so auch an dieses LARP-Ding. So. Weißt du, ich weiß nicht, ob du LARP kennst, Live-Action-Roleplay so. Das, dieses Lab-Scheiße so. Irgendwie. Ash muss jetzt hier uns vor den Untotenhorden irgendwie beschützen. Und er muss heroisch Quest gehen, um nochmal irgendwie, was weiß ich, den, was weiß ich für einen Schlüssel ja, zu. Ja, warte mal, das ist das ja. Der dritte, wie du redest, der zweite. Nein, du redest von Lab, dann meinst du wohl den dritten. Der spielt ja Mittelalter. Armee der Finsternis. Aber.
Aber jetzt bin ich verplant, was ist denn der zweite? Der zweite ist ein Remake vom ersten, das weitergeht nach der Szene, wo er draußen hier angegriffen wird. Der erste endet doch mit der Szene, wo mit dieser Kamerafahrt durchs Haus, wo man dann, wo es dann ins schwarze Bild übergeht, in dem Moment, wo er dann erschreit dann und dann ist zu Ende. Ja? Ja. Im zweiten Teil haben wir auch diese Szene direkt am Anfang. Also der Anfang vom zweiten Teil ist quasi wie der erste Teil quasi im Schnelldurchlauf, nur nicht mit einer Truppe, sondern wo er nur mit seiner Freundin Linda in diese Hütte fährt, ja. Und dann verwandelt sich Linda in einen Dämon und er begräbt sie und so weiter, ja. So geil, wie sie mit der Kettensäge tanzt. Ach nee, sie tanzt nicht mit der Kettensäge, sondern kurz davor ohne Kopf. Das ist zauberhaft. Genau. Und dann haben wir aber auch da diese Szene, wo er da draußen steht und genau wie das Ende vom ersten Teil. Nur dann siehst du, wie es weitergeht. Dann fliegt er nämlich einmal quer durch den Wald, ja, und das ist voll die coole, arschcoole, witzige Szene, ja, und endet dann am Baum, so wie in so einer Cartoon, wie in so einem Cartoon oder so, ja. So Roadrunner, keine Ahnung, ja. Und zack. Ist ja Stooges-mäßig alles. Ja, ne? Der klebt am Baum, weißt du, und dann zack, fällt er dann in so eine Pfütze. Ne? Und verwandelt sich in einen Dämon. Aber dann in dem Moment ist dann auch wieder der Tag bricht gerade an oder so. Ja. Und dann siehst du, wie er sich zurückverwandelt. Und das ist absolut brillant. Also diese ganze Sequenz, diese ganze Anfangssequenz von Tanz auf Teufel 2 ist ein einziges Meisterwerk, weil alles, was du da siehst, ist sofort verständlich für den Zuschauer, dass er die Regeln versteht, die jetzt in diesem Film ablaufen werden. Ja, man versteht direkt. Hast du da irgendwas verpasst? Ich dachte immer, Tanz der Teufel 2 war dieses Lab-Unternehmen, Alter. What the fuck? Pass auf, ich glaube, das kommt mir so vor. Da habe ich den, glaube ich, komplett irgendwie ausgelassen, Alter. Da muss ich den irgendwie mal gucken. Ja, also wenn du den besten, aus meiner Sicht, ist das die beste Horrorkomödie aller Zeiten, der zweite Teil. Das ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm oder Horrorkomödie oder wie du das auch immer nennen willst. Ich habe nur zwei Plakate in meiner Wohnung hängen, ja, und das eine ist das Original amerikanische Kinoplakat von Evil Dead 2. Das ist nämlich das ist ja auch mein Zeichen hier von meinem Musikkanal. Hier dieser Totenkopf, der so ins Bild reinguckt. Hier von Club. Ja? Ja, ich verstehe dieses Cover irgendwie nicht so, dieser Totenkopf. Genau. So genau. Mit dem menschlichen Auge. Das, genau, das ist jetzt auch meine Blu-ray so. Ne? Ja, genau. Das ist Tanz der Teufel 2. Ja? Ja, das ist ein ganz bekanntes Motiv. Ja, genau. Wie schon gesagt, also das ist einfach nur brillant, sollten sich den wirklich ein paar Mal angucken und Notizen machen, wie man eine Geschichte erzählt, dass man den Zuschauer, dass der zum Beispiel, gerade wenn es um Horrorfilme geht, ist es wichtig, dass es Regeln gibt. Und da sind wir wieder bei Scream. Weil bei Scream geht es ja auch um Regeln, ja. Die Regeln in einem Horrorfilm. Ja, Pango, bei Evil Dead 2 war es ja so, die Regeln waren ja klar und es gab keinen scheiß Voice-Over oder Bruce Campbell hat in die Kamera gequatscht, jetzt passiert das und das und die Regeln sind jetzt so und so. Das hat ja nonverbal stattgefunden. Ja, weil wir andauernd nur am Labern sind, was die Regeln sind, ne? Damit es auch der Dümmste versteht. Ne? Genau. Die einzige Labersequenz in dem Streifen, ja, war, wo das, wie heißt dieses Buch hier nochmal? Necronomicon, genau. Wo dieses Necronomicon, wo erklärt wurde, was das überhaupt ist. Ja, weil das spielt ja eine wichtige Rolle in dem Streifen. Und am Anfang hatten wir, aber das ist dann aber sehr cool, auch visuell hinterlegt worden. Diese Sequenz, wo dieses Buch, ja, und auch mit der geilen Musik und so weiter und dann das Necronomicon und so und dann ist es verschwunden und taucht ihn wieder auf. Weißt du? Geil gemacht, wie man sieht, wie die Zeichnungen gemacht werden und so. Ja, genau. Und das ist einfach nur genial brillant, ja. Und dann hast du halt, wie schon gesagt, dann hast du in dieser einen Sequenz, wo der Ash sich in einen Dämon verwandelt, aber dann sieht man, wie der Tag wieder anbricht. Und wie sich, und da, dann gibt es auch diese arschcoole Szene mit seinem Auge da, wo sich der Nebel aus seinem Auge verzieht. Mhm. Ja? Und
dann wird direkt erklärt, und das ist ja auch so eine goldene Filmregel, show not tell. Also zeig es. Ja, weil du hast hier das Medium Film, dann zeig die Sachen und erzähl nicht einfach nur drüber oder so. Ja, ne? Da kannst du ja genauso gut ein Hörbuch anhören oder so. Dann, nee, die sollen das zeigen. Und das zeigt diese Szene. Und der Zuschauer begreift, oh, alles klar. Ne? Diese Dämonengeschichte, die läuft nur nachts. Ja, und der Tag, sobald der Tag anbricht, sind die Dämonen machtlos anscheinend, ja, oder müssen sich zurückziehen. Und das wird ja mit diesem Nebel angedeutet, der sich so zurückzieht, ja, der dann wieder in die Wälder verschwindet und so. Mhm. Ja? Ja, und gleichzeitig wissen wir, dass der Ash eine immanente Gefahr darstellt. Nämlich sobald es dunkel wird, verwandelt er sich in einen Dämon. Aber er ist ja eigentlich unschuldig, ja, als er eigentlich ein netter Kerl, wir wissen das ja. Ja, und ja, weißt du, und so wird dann auch gleich die Spannung aufgebaut und so weiter. Und seine Frau ja auch nur zerlegt, weil sie ihn angegriffen hat, so, ne? Ganz genau, ja, ja. Und eben. Überhaupt, ich fand es auch so geil, wie das Interieur der Hütte hinauslacht. Ja, ja, und dass die Hütte, die sieht dann auch so, da hast du diese arschcoole Einstellung, dass die Hütte aussieht, als ob sie Augen hätte, hier mit diesen mit den beiden Fenstern, ja? Ne? Also wenn du da genau hinguckst, ja. Und da sind noch mehr solche, ey, da sind so viele Kleinigkeiten und deswegen, weil es gibt ja Leute, die es gibt ja diesen Streit, es ist kein echter Streit, aber einige Leute sagen, das ist ein Remake, andere sagen, das ist eine Fortsetzung und so weiter und so fort, ja? Ja, da wollte ich gerade, entschuldige, dass ich dich unterbreche, die ganze Zeit was zu sagen, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum Adam da durcheinander kommt, weil im Grunde genommen würde ich jetzt sagen, steht der erste für sich alleine, der zweite ist ein Stück weit Remake, erzählt die Geschichte halt nur anders und dann kommt halt Armee der Finsternis. Genau, der zweite ist ein Remake und du siehst es auch an vielen kleinen Szenen, die da drin sind, die auch im ersten Teil drin waren. Armee der Finsternis ist der zweite Teil. Ich dachte, Armee der Finsternis ist der zweite Teil, aber anscheinend habe ich den zweiten Teil noch nicht gesehen. Das ist der dritte. Ja, also, In Evil Dead 2 hast du zum Beispiel auch die Szene mit der Halskette hier, die sich in einen Totenkopf, die in Totenkopfform auf dem Fußboden liegt. Ja? Ja. Die hast du im zweiten Teil, ja? Also ganz viele Kleinigkeiten. Ja, ich finde die Szene so genial, wo er den Kopf in den Schraubstock einspannt und der Körper nur mit der Kettensäge da rein. Oh, ich habe mich zu Tode erschrocken, wo die Szene kam. Ja, und da verwandelt sich wieder zurück und fängt an zu weinen, ne? Ohne Scheiß, ich glaube, ich habe mich bei Tanz der Teufel 2, ich finde ihn gar nicht so Horror-Comedy-mäßig. Ich glaube, ich habe sogar Albträume gehabt. Dieses, wo der ausgelacht wird von den Büchern, von der Lampe. Ja, von dem Elchkopf. Ja? Den Elch finde ich auch super creepy. Boah, ich hab eine Herzattacke fast gekriegt. Ja, was habe ich da verpasst, Alter? Ey, das muss ich auf jeden Fall nochmal sehen. Ey, was ist hier los? Was für eine geisteskranke Scheiße. Ich fand das überhaupt nicht lustig, ey. Ich habe da voll Panik gekriegt. Ne? So Alltagsgegenstände fangen auch an, dich auszulachen. Ja, und bis die dann alle lachen und dann kurz Luft holen und weiter geht's. Ja, und er hat dann da mitgelacht vor lauter Wahnsinn. Ja. Also, ne? Das sieht auch so witzig aus, wie der kopflose Körper mit der Kettensäge in die Hütte kommt und so. Ja, Es war schon lustig, dass er sich die Hand abgesägt hat und die Hand ihn nachher, ja, da waren so ein paar lustige Szenen drin, aber dann im Gegensatz immer gleich krass übertrieben viel Blut, dass er sich die Hand ja absägt, weil die ihn ja Hammer am Trollen ist. Ja, und ich empfehle den Leuten, wenn sich diese Sachen angucken möchten, ja, sich die Sachen nicht auf Blu-ray oder irgendwie so einen Scheiß anzugucken oder Ultra HD oder was weiß ich, weil das tut diesen Film nicht gut. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil du kannst auf, gerade wenn du dir den in HD anguckst oder Blu-ray und so weiter, dann siehst du da ganz deutlich teilweise, dass das Kulissen sind und so, ja. Das zerstört so ein bisschen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ja. Ich finde, das passt irgendwie auch zu dem Charme, so, weißt du? Ich meine, ich habe mir die vor 2 Jahren gekauft. Ich war im Saturn und habe da ein bisschen rumgestöbert und dann gab es den ersten Teil für 5 Euro.
Und ich wusste ja, dass der halt mittlerweile nicht mehr verboten ist und so. Ich dachte, ja, ein Heiermann so, nehme ich mal mit. Ja, aber was heißt ein Heiermann? Du weißt, wie ich meine. Ja, und dann habe ich mir kurz darauf halt auch den zweiten dann besorgt. Und ja, ich finde das Bild jetzt auch nicht so übertrieben aufpoliert. Also ich habe da vor Versionen gesehen, die waren vom Bild schlimmer als Videokassetten. Ich weiß, ich wusste nicht mal, dass der in Farbe ist. Der erste, der warte. Ich hatte irgendwie eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie, irgendwie 20. Kopie oder so. Mhm. Und ich war voll überrascht. Also ich habe den zum ersten Mal in Farbe gesehen auf DVD. Mhm. Da habe ich gedacht, oh, der ist ja tatsächlich in Farbe. Ja, ich dachte immer, das wäre ein Schwarz-Weiß-Film. Der erste Teil. Aber ja. Gut, aber wie schon gesagt, also das sind so Sachen, da ist es wirklich nicht nötig, sich jetzt im 4K oder irgend so ein Scheiß, weißt du. Scheiß mal das, auf sowas. Ja, das ist völlig, völlig übertrieben. Wenn Sie das Bild ein bisschen aufpolieren, dass man schon alles anständig erkennen kann, wunderbar. Aber wenn es dann so weit geht, dass du dann wirklich irgendwie... Ja, du siehst ja teilweise jetzt die Fäden. Du siehst doch die Fäden und die Effekte und alles kannst du jetzt ganz deutlich sehen, weißt du? Ja, das ist es ja. Ne? Auch diese Szene mit dem Auge, ja, das Auge, das da rumfliegt. Du siehst ja ganz deutlich jetzt, dass das auf so einem Dings dass das auf so einem Stab ist und so weiter. Ja, ja. Das ist bei Freitag der 13. zum Beispiel. Ich glaube, das war eine 3D-Version. Da hast du das aber auch schon in der Videofassung gesehen, dass das in so einem Faden rausgeploppt wurde, rausgezogen wurde. Nee, aber mit dem Auge in 3D. Ich meine, wenn man die Tricks sieht, weil es vielleicht aus Versehen mitgefilmt wurde oder so halt, ne, irgendwie diese Filmfehler, das ist ja noch irgendwie, dann ist es charmant, aber wenn das halt deswegen zu sehen ist, weil das Bild halt gebotoxt wurde, so, nee, das ist ja Straffung, aber halt aufpoliert wurde, das war das Wort, dann ist das bitter, so. Ja, deswegen, ich meine, klar, man könnte jetzt natürlich auch bei diesem Aufpolierungsprozess dann diese Dinger, diese Fäden oder was wegmachen, aber das fände ich dann schon wieder scheiße, weil dann hätten wir nämlich dieselbe Kacke hier wie mit den Special Editions, weil das ist ja das, was George Lucas hier, womit er hier seine Original-Star-Wars-Filme da zerstört hat. Boah, genau, da musst du sagen, die erste Auflage der Special Edition finde ich an sich gar nicht mal so scheiße. Aber das hat aber auch mit dem Grund, weil ich dadurch die, ich sag mal, Originalfilme alle im Kino sehen konnte. Also ich glaube, deswegen ist das auch so ein bisschen romantisch verklärt. Aber das, was er hinterher alles abgezogen hat, ey, ich habe mir die Blu-ray-Box von der Originaltrilogie gekauft, habe mir Imperium schlägt zurück angeguckt und dann dieser Dialog, Alter. So, ja, es ist Luke Skywalker, bla, und dann gleich schon drauf hinweisen, dass Vader sein Vater ist. Weil es muss zu den Prequels passen. Ich sag so, fickt euch. Was ja, soll ja, eben. Ich meine, die Special Edition haben wir mir komplett verschickt. Ich habe damals Imperium schlägt zurück im Kino gesehen. Ich hatte das große Privileg, ja, als Kind. Und war natürlich das größte Kinoerlebnis meines Lebens. Ja, ist auch nie wieder, ich hatte nie wieder so ein tolles Kinoerlebnis wie bei dem Schreiben. Ja, deswegen, ich guck mal, weißt du, wie alt war ich, als die in die Kinos kamen? 13. Also als die Special Edition kam. So, also ich konnte die vorher gar nicht im Kino gesehen haben, logischerweise. Deswegen bin ich von der Erstauflage halt überzeugt. Irgendwo, weil ich halt dieses Erlebnis hatte, halt, auf der Leinwand, das zieht halt einfach. Ja, gut, aber ich habe mir die Special Editions ja auch im Kino angeguckt, damals, als sie neu rauskam, und ich war so enttäuscht. Ja, ich habe die kaum durchgestanden. Also ich war schon drauf und dran, beim dritten rauszugehen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Die hatten da so viele Veränderungen gemacht, ja. Diese Gesangsszene auch, Alter. Das sah so furchtbar aus und die Effekte sahen so fake aus, damals schon im Kino, ja. Also, und ich habe mir dann die Originalversion hier, es gibt ja diese Despecialized Edition, ja. Die kannst du dir kostenlos aus dem Netz ziehen. Du musst nur auf die richtigen Seiten suchen, ja. Und da kannst du dir dann die Original-Star-Wars-Filme
so wie die damals rausgekommen sind, kannst du dir die dann angucken. Bei einigen Sachen will ich das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich sag mal so, hier mit dem Wampa, das fand ich cool, so wo Luke da im Eiskopf überhängt, so, und auch wie Bespin halt aufpoliert wurde in der Special Edition. Ja, aber du siehst doch jetzt viel zu viel mit dem Wampa. Mein Gott, das sieht doch überhaupt nicht mehr bedrohlich aus. Das ist jetzt voll die helle Höhle, ja, wo du alles haargenau, haarklein erkennst. Und da diese unheimliche Atmosphäre ist doch gar nicht mehr da bei der Szene. Ja, es ist, also ich war aber auch noch jung, als ich dir das hast, und das, ne, das Gefühl. Und die Stadt in den Wolken, die sieht aus wie, so billiges Computerspiel jetzt mit der neuen Version, ja? Ja, aber das ist, was hast du, glaube ich, versucht zu sagen, ist, mit jungen Augen sieht man die Dinge vielleicht auch ein bisschen anders als mit erwachsenen Augen. Ne? Ja, und auch und weil ich die. Dann hat man da auch andere Gefühle, andere Nostalgik dann für und sonst so irgendwas. Weil man gerade junge Leute sind ja auch gerade emotional angreifbar durch solche Filme. Ne? Wenn es dann ja, halt deswegen auch, sollten und, die, deswegen sollte es ja auch per Gesetz. Hat halt einen größeren emotionalen Effekt bei ihm hinterlassen. Ja, aber Adam, deswegen sollte es doch. Jetzt ist er halt ein bisschen erwachsener und man kann halt nicht mehr diesen emotionalen Effekt wiederbringen, weil man erwachsener geworden ist. Ganz ja, deswegen sollte es doch per Gesetz verboten sein, dass junge Leute über Filme überhaupt reden. Ja, also das ist ja der Antrag, den ich hier seit Jahren eingebracht habe. Ja. Aber guck mal, das Ding ist halt so. Ich kannte die Filme ja schon vorher jahrelang. Ich kenne sie, seitdem ich gerade mal laufen konnte. So, aber ich. Das ist der heilige Holocaust hier von. Nein, das nicht. Pass auf. Und dann. Leute, nicht darüber reden. Und dann kam den Kino und ich konnte ihn im Kino sehen. Und das hat mich nochmal richtig geflasht, so als 13-Jähriger. Und da fand ich auch Jabba im ersten Teil irgendwie noch cool. Wo ich aber heutzutage, ich glaube, im Hinterkopf habe ich damals auch schon so gedacht. Aber letzten Endes. Warum bringen sie diese Jabba-Szene im ersten Teil dann noch mit rein? So, weil das war ja gerade das Geile, dass du das Gespräch mit Greedo und Han Solo hattest und auch im zweiten Teil immer Jabba, Jabba, wer ist Jabba? Und dann im dritten Teil siehst du Jabba. Genau. Die hatten damals nicht die Kohle, um den Jabba hier darzustellen und haben die Szene einfach mal so gedreht. Und du merkst das auch, weil der läuft ja um den Jabba herum in dieser Szene. Und die, da die damals. Aber da die damals ja wirklich nicht wussten, wie der Jabba am Ende aussehen wird, hatten sie zum Beispiel auch gar nicht bedacht, dass der vielleicht so mal so einen Schwanz hat, ja, über den er ja dann drüber läuft. Und deswegen hast du ja auch diese seltsame Szene, wo er ihm auf den Schwanz tritt und der Jabba dann auf einmal aufspringt, ja. Ja, ich meine, wenn sie die Szene schon wieder reinschneiden, dann hätten sie das. Aber das war damals irgendwie dann auch Fanservice so, ne? Aber dann hätten sie halt sagen können, okay, das ist irgendwie ein Abgesandter von Jabba halt, der irgendwie Nachrichten überbringt. So, dann ja, hätten sie dann ja noch umsynchronisieren können, etc. Der erste Teil ist damals von George Lucas, ist ja von George Lucas gedreht. Er hat ja nur den ersten Teil gedreht und Imperium schlägt zurück ist ja von Kirschner und war Kirschner nicht der von Stipp langsam 2? Von Rennie Harlin. Kirschner ist der zum Beispiel Robocop 2 gedreht hat. Deswegen nennt man ihn ja auch den Fortsetzungsspezialisten. Ja, ja aber er hat auch noch einen Film gedreht, der gefeiert wird. Ja, sagt niemals nie, ist auch von Kirschner. Ja, ja meine ich und, auch. Aber die Augen der Laura Maas ist auch von Irving Kirschner. Ja. Er ist über so eine Reporterin. Auf jeden Fall, der hat nur den ersten Film gedreht, der George Lucas, und der, was er da gedreht hat, hat er den Schnitt überhaupt nicht hinbekommen. Und der Film wurde ja damals im Schnitt gerettet, nämlich unter anderem von seiner Frau, ja, heute Ex-Frau, ja. Und das ist eine Sache, mit der George Lucas niemals
die er selber nie überwunden hat. So eine Stolzgeschichte. Denn er selber kriegt einen vernünftigen Schnitt nicht hin. Oder er hat nur die Szene abgeliefert und der erste Rohschnitt von dem Film war irgendwie eine Katastrophe und die haben überhaupt nicht geglaubt, dass die da überhaupt mit Geld machen können. Ja? Er hat ja überhaupt so wenig Vertrauen in sein eigenes Projekt gehabt. Der hat ja noch sogar mit Spielberg die Wetter gemacht hier, so nach dem Motto, er hat ihn mit 5% beteiligt an den Einnahmen von Star Wars und dafür hat Spielberg ihn dann mit 5% beteiligt für die Einnahmen von seinem kommenden Projekt E.T. oder so, ja? Mhm. Ja, weil er halt so wenig Vertrauen hatte in sein eigenes Projekt. Und dass das dann nachher so ein erfolgreicher Film wurde, hat er ja nur dem Schnitt zu verdanken. Aber was er dann nachträglich gemacht hat, ist, dass er zum Beispiel diese Schrottszenen, wie diese eine Jabba-Szene da, wenn er nachträglich wieder reingefügt hat. Ja, weil, verstehst du, und er hat das übrigens auch nur, diese Special Editions, das ist mein persönlich, also da glaube ich persönlich dran, die hat er nur rausgebracht, damit er seiner Ex-Frau nicht mehr kreditieren muss, als dass die den geschnitten hat, dass die irgendwas mit dem Film zu tun hat, dass die da irgendwelche Tantiemen kriegt für. Oh, wie dreckig. Ja? Genau. Und heute hat er es an Disney verkauft, Idiot. Ja, jetzt hat er sowieso. Obwohl, was hast du, Idiot? Der hat richtig Asche damit gemacht, ne? Und ja, aber wofür? Er war doch vorher schon Milliardär. Ja, also wofür? Hätte ich aber nicht man, gemacht an der Stelle. Aber man muss ehrlich sagen, mal abgesehen jetzt von den letzten drei Hauptfilmen, so was Disney da teilweise abliefert, ist, würde ich sagen, nicht verkehrt. Ich meine, Rogue One fand ich ganz geil so. Mandalorian fand ich gut und die ersten beiden Folgen von Boba Fett haben mir auch gefallen. So. Ja, da stimme ich dir nicht zu. Also es gibt nur drei Star Wars Filme, ja, und 2,5 davon sind absolut brillant. Ja, nämlich, weil Rückkehr der Jedi-Ritter ist aus meiner Sicht auch nur zur Hälfte gelungen, nämlich die Hälfte ohne diese beschissenen Ewoks, ja. Weil, die Leute alle gegen die Ewoks, ich finde die Ewoks. Sobald die hier kommen, geht das für mich komplett den Bach runter. Aber immer noch gute Filme, ja, auf jeden Fall die ersten drei Filme und das war's. Daneben gibt es für mich kein Star Wars. Es gibt für mich weder Prequels, noch Sequels, noch beschissene Fernsehserien, noch beschissene dieses Expanded Universe oder wie die das da nennen. Das ist für mich alles Fanfiction. Ja, das ist. Ja, aber daran ist ja auch nichts verkehrt. Ja, hat nichts mit Star Wars zu tun. Was heißt, das hat nichts mit Star Wars zu tun? Weißt du, wir wurden jahrzehntelang nur mit dieser Jedi-Ritter Luke Skywalker-Scheiße bombardiert. Und jetzt erzählt man halt einfach mal Geschichten aus dem Universum, die nicht zwingend was mit Laserschwertern und der Macht zu tun haben. Ich finde das auf eine Art nicht verkehrt. So. Ich meine. Ja, aber das ist doch okay. Wenn Leute das für Star Wars halten, ist das ihre Sache. Ich bin ein Star Wars-Fan der alten Schule. Für mich hat Star Wars geendet mit Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ja, dann hast du kein Star Wars mehr. Ich kenne die Serie nicht, also, aber. Ist das nicht so, dass sie im Mandalorian auch so einen Cash-Grab gemacht haben, indem sie Baby Yoda da als Hauptfigur eingepflanzt haben? Ja, und Luke Skywalker höchstpersönlich ist am Ende aufgetreten, um den Scheiß überhaupt für die Leute interessant zu machen. In der letzten Folge kam Luke Skywalker höchstpersönlich da an, ja? Ja, das fand ich überhaupt ein bisschen dumm. Alle haben über Baby Yoda geredet. Oh, ist der süß. Ich so, was ist das denn? Ich dachte, das ist eine ernsthafte Serie, ist der Mandalorian. Und dann höre ich immer Baby Yoda. Ja, und das ist denn diese Boba Fett-Scheiße, die jetzt gerade läuft. Boba Fett, ey, der heißt zwar Fett, aber der ist nicht fett im Original. Im Original ist das ein schlanker, dünner Typ, ja? Jetzt ist das auf einmal ein fetter Glatzkopf, der sich da in dieses Boba Fett-Kostüm da reinzwängt und sich kaum bewegen kann, ja? Und dem soll man jetzt abnehmen, dass er irgendein super gefährlicher Kopfgeldjäger ist, der jetzt auf dem Thron von Jabba sitzt. Ah, sicher, klar. Ja, und wie hat das überhaupt aus dem Sarlacc geschafft? Ja, aus diesem Ei, das die Leute 1000 Jahre lang verdaut. Ja, klar. Ich meine, sicher. Tut mir leid, also Star Wars ist tot. Es ist tot. Das gibt's gar nicht. Aber die Leute, die sind ja die Leichen am Fleddern und diese Leichenfledderei auch noch am Feiern, ja. Also. Wie fandst du denn, wie hieß der denn jetzt? Von, Mann, wer ist da, hab ich jetzt bescheuert?
Der Charakter von Harrison Ford. Wie fandst du den Solo-Solo-Film? ich komm sofort wieder. Ich hole mir eben noch ein neues Bierchen. Also, erstens mal fand ich es gut, dass Chewbacca nicht aus dem Computer kam. Das ist ganz wichtig, Leute. Ja, ich sag mal so, zum einmal angucken war da ganz lustig. Ist jetzt auch nicht, ich würde ihn jetzt nicht als komplette Katastrophe buchen, aber ja, er war auf jeden Fall besser als Episode 9. Aber es hat doch keiner danach gerufen, oh, erzähl mir bitte die Vorgeschichte von Han Solo. Also, nein, da war Rogue One auf jeden Fall um Längen interessanter. So. Ja, das stimmt. Der war auf jeden Fall ein bisschen düster auch. Der hatte so ein bisschen düster zu tun gehabt. Das fand ich richtig schön. Aber Solo, ja, den kann man sich vielleicht mal angucken oder wann er mal sonntags nachmittags ist. Also ich dachte eigentlich eher, dass Mandalorian irgendwie richtig base war. So. Habt ihr eigentlich mal die Serie geguckt, Mandalorian? Haskell kennt die wohl nicht. Ich hab nur was von Baby Yoda gehört, da war ich schon raus. Ey, The Mandalorian ist super. Ich fand das eigentlich richtig based, was da abgelaufen ist, ne? Aber die haben es halt irgendwie später, habe ich gehört, wieder verwurstet und in SJW-Scheiße wieder verwurstet. Aber das machen sie halt immer wieder, ne? Die geben uns erstmal guten Stoff, ne? Und dann hinterher kriegst du den Dreck angeboten, Alter. Ich frag mich, warum das ist so, ne? Warum machen die so? Weil da diese eine Kämpferin ist da. Die Frau, die. Ja, aber warum machen die das? Ich frage mich, warum darf da nicht so eine Figur bei sein? Sie war ja nicht die Hauptfigur. Ich frage mich, warum gibt man uns erst den guten, normalen Stoff, so weißt du, um uns anzufüttern, ne? Dann kriegt man uns irgendwie hoch und dann kommt diese SJW-Scheiße dazu. Warum? Warum macht man das? Ja, was soll da SJW jetzt lesen? Keiner will es, Alter. Hör doch mal auf zu schreien, Junge. Junge, man sieht es bei Rotten Tomatoes, Alter, die ganzen Dislikes. Ey, warum machen die das? Warum will man uns hier schwuchteln, transen und sonst noch irgendwelchen Dreck als cool verkaufen? Alter, in Mandalorian kann jeder transen, Alter. Schrei doch nicht so rum, jetzt komm mal. Also, Digga, du kriegst noch eher einen Herzinfarkt als ich, wenn du dich weiter so aufkriegst. Ja, das regt auf, Alter. Hey, warte, ich habe gehört, da gibt es jetzt eine Impfung.